Herzlich willkommen in Meister Frickels Bastelbude, Projekt T4. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich meine Boxen geändert habe. Oben in den Armaturen möchte ich anstatt wie jetzt die Hochtöner, Mittel- und Hochtöner einbauen. Das sind die Essex XE42. Und wenn ich dann einmal dabei bin, möchte ich direkt in den Türen die Boxen auch noch leicht verbessern und möchte dort einbauen die Hyphonix TS6 2W. Dies zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß bei diesem Video. So, als allererstes bauen wir natürlich erstmal die Boxengitter aus. Nicht wundern, ich nehme jetzt mal hier so eine Spitze. Weil damit komme ich gut drunter. So, dann müsst ihr lange hochziehen, weil da sind hier so ganz lange Nasen dran. Dann bauen wir die vorhandene Boxer aus. So, dort unten dran sind zwei Kabel, nicht nur eins. Dann haben wir jetzt die beiden Kabel. Das eine Kabel, dieses hier mit Blau und Rot, das kommt vom Autoradio, geht bis hierhin. Und dieses Kabel hier, wo jeweils die beiden roten, rot-schwarzen Strippen dran sind, die gehen runter in die Tür zu den Tieftönern. So, da wir jetzt natürlich beide voneinander getrennt haben, die sind nämlich in der Box miteinander verbunden. Das seht ihr hier ganz gut, wenn ihr genau reinguckt. Kommt hier der eine drauf, dann ist der mit dem verbunden und der mit dem verbunden. Dies müssen wir jetzt natürlich auch machen. Und deswegen werden wir jetzt hingehen und die miteinander verbinden. Wenn ihr diese trennt und auch später wieder zusammenfügt, achtet darauf, dass die richtigen Kabel zusammenkommen. Das bedeutet, wenn es jetzt so ist, ungefähr eingebaut, beide Haken zu einer Seite, das bedeutet, dieses Kabel gehört zu diesem Kabel und dieses Kabel dahinter gehört zu diesem Kabel dahinter. Und ich bin jetzt hingegangen und habe jeweils einen so einen Stecker drauf gemacht, den richtigen Kabel jeweils zusammen gemacht. Bei den Boxen liegen dabei diese Kabel hier und dort bin ich hingegangen und habe hinten jetzt zwei so Stecker dran gemacht, die ich natürlich dann direkt mit meinem Fahrzeug verbinden kann. Stecker sind dran. Dann legen wir die Stecker nach unten weg. So, und jetzt habt ihr, wollt ihr später auch die Box festmachen, gibt es hier das Loch und dann habt ihr dabei, bei euren Boxen sind diese Teile. Die schiebt ihr jetzt mit dem großen Loch nach oben und dem kleinen Loch nach unten hier zwischen. Da drunter ist nochmal Verkleidung und dann schiebt man das da drunter so weit wie möglich nach hinten durch, damit dann diese Schrauben, die auch dabei sind, dort reingehen und ihr dann die Boxe befestigen könnt. So, wo ich jetzt irritiert bin, ist, auf dieser Seite ist dieses vorhanden und auf dieser Seite nicht. Was auf der Beifahrerseite aber auch so eine Aussparung hat. Jetzt muss ich mir hier was einfallen lassen. So, wie folgt sieht es jetzt aus. Die Seite kommt dahin, wo die Schraube reingeht. Die gegenüberliegende Seite habe ich ein wenig, also den halben Steg bis zum Loch weggenommen. Und rechts und links, die beiden, die können wir jetzt wegmachen, weil die würden uns nur stören. Die sind doch extra so perforiert, damit man die so wegbiegen kann und dann sind sie weg. So, Boxe reinmachen, anschließen, minus, klar, ist der kleine.
dann den Plus. Dann die Boxe einlegen. So reingelegt. Dann habe ich die Nase hier. Die guckt natürlich jetzt noch ein bisschen hoch. Jetzt mache ich aber erstmal die hinterste Schraube rein. Jetzt drücke ich vorne rein. Und dann ist die Boxe auch fest. Jetzt gehe ich hin, mache hier noch eine kleine Schraube rein, damit die Boxe auf jeden Fall in ihrer Position gehalten wird. Dazu habe ich jetzt hier eine kleine Spackschraube. Dann ist die Boxe auch jetzt fest. So, beim Gitter müssen wir jetzt drauf achten. Jetzt haben wir hier hinten die lange Nase, die muss weg, weil dort jetzt gerade die Schraube eingebaut worden ist. Wieder reinmachen. Zack. Passt. So, weiter geht's hier unten. Einmal den Schutz abmachen. Dann die Boxe rausschrauben. Auch wieder den Stecker abmachen. Und dann müssen wir jetzt die Kabel hier auch verändern. So, dazu gehe ich wie folgt vor. Ich nehme hier die Originalen. Die werden mit den Boxen mitgeliefert. Schneide ich hier ab. Abisoliert. Das machen wir hier auch. Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass der äußerste hier, das ist bei mir Minus, weil ich es gerade von oben durchgemessen habe. Die isoliere ich dann auch ab. Dann habe ich hier so Kabelverbinder. Die sind mega gut. Da ist hier in der Mitte ist Lötzinn. Dieses rote hier ist so eine Dichtmasse. Jetzt gehe ich hin und nehme das, in dem Fall jetzt mein Minuskabel. Das schwarze, verzwirbel das vorne nicht, steckt das so in das Röhrchen rein, bis ich ungefähr mit dem Ende in der Mitte auskomme. Und das mache ich jetzt hier unten mit dem Kabel genauso, damit die Litzen sich ineinander verweben. Jetzt gehen wir hin, nehmen unseren Heißluftföhn auf volle Pulle. Seht in die Mitte, jetzt gerade schmilzt, fügt alles zusammen und dichtet alles ab. Fertig. Und das machen wir jetzt mit dem anderen Kabel auch. Da jetzt die Boxen, die Hyphonics, ist die hier, die Originale, unterschiedlich tief sind, bin ich jetzt hingegangen und habe ein 13 mm Kunststoffring noch eingebaut, damit die Boxe weiter rauskommen kann und nicht hinten anstößt. Ich habe das noch vorgebohrt mit Kegelsenker, dann einfach auf den alten Rahmen hier drauf geschraubt. Dort kann ich jetzt meinen neuen Lautsprecher drauf festschrauben. Wichtig ist, 13 mm, nicht 12, nicht 14, nicht 15, passt alles nicht, genau 13. Dann müsst ihr hingehen, wenn ihr die Boxe einbauen wollt, fehlt hier echt jeder Mühe. Macht dieses Gummi hier hinten, macht das ab, weil dieser Millimeter, der hier ist, der würde hinterher noch fehlen. Dann schließen wir natürlich an. Nehme ich die Originalschrauben, die ich vorher auch drin hatte.
jetzt nur lose. Und dann tun wir alle anderen auch vorbohren. So, Box ist drin. Gitter wieder drauf. Dann habt ihr hier unten eine Nase. Hier auch. Wie gesagt, Platz ist echt Mangelware. So, nicht wieder schön auf. Wunderbar. So, die alten sind raus, die neuen sind drin. Über einen Daumen hoch für dieses Video würde ich mich sehr freuen. Abonnieren dürft ihr meinen Kanal natürlich auch. Und vergesst bitte nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr jedes Mal mitkriegt, wenn ich ein neues Video mache. Ansonsten, wie immer, see you later, Alligator. Euer Meister Frickel. Haut rein.